Panzerbahndienst war das. Wir kommen zum nächsten Lauf. Und zwar zum Rennen 6, Spielitz in Soloklasse, unterstützt und präsentiert von FN Automobile. Auch hier unser Dankeschön für die Unterstützung im Rahmen unserer Veranstaltung. Die 3 Minuten laufen wieder, 3 Minuten noch bis zum Start. Die Aufstellung dazu: Helmfarbe Rot, die 37, Frank Ernst. Mit Helmfarbe Blau kommt Jamie Isherwood in diesem Durchgang nicht, in diesem Lauf also nicht mit dabei. Der Startplatz bleibt frei. Dann mit Helmfarbe Weiß, nicht die Nummer 12, Dirk Oelrich, er ist ja gestürzt im ersten Lauf. Dafür kommt die 43, Paolo Bonfante aus Italien, unser Reservefahrer. Dann mit Helmfarbe Gelb die 33, Marc Herter. Mit Helmfarbe Grün die 121, Markus Reiterberger. Ja, der zum ersten Mal ein Langbahnrennen bestreitet. Er kommt aus dem Straßenrennsport und aus dem Supermoto. Und ich war heute schon erstaunt über seine Leistung im Training. Das hat gar nicht schlecht ausgesehen von ihm. Und mit dabei ganz außen Helmfarbe Schwarz-Weiß, die 3 Fabien Neid, der ganz junge Bursche. Ein Riesentalent auf der Langbahn. Ja, und die 2, die schießen hier gleich nebeneinander. Die Fabian Neidseite erstmal richtig ab, der liegt an der 2. Position und Marc Herter an der 3. Stelle. Habe. Er ist unglaublich schnell unterwegs hier, der Markus Reiterberger. Es geht in die letzte Runde und er scheint hier. Soloklasse an der 2. Position vor Marc Herter, der auf Position 3 liegt. So, jetzt bin ich gespannt, ob es da noch eine Überrundung gibt. Nein, ich denke, es läuft alles bis zu Ende durch Paolo Bonfante an der letzten Position und dann ist es Ziel für Markus Reiterberger vor Fabian Neid. Aus Italien im Ziel. Das Ergebnis aus diesem Lauf, Platz 1, die 121. Markus Reiterberger holt sich die 5 Punkte. Das war sein erster Rennauftritt heute und eine ganz tolle Leistung. Das kann man auch sehen im Stundenschnitt. 122,7 km/h für den Markus Reiterberger. Dahinter Rang 2 für die Startnummer 3, Fabian Neid mit 4 Punkten. Dritter Platz die 33, Marc Herter 3 Punkte. Auf Rang 4 die 37, Frank Ernst 2 Punkte. Und auf Rang 5 die 43, Paolo Bonfante mit einem Punkt. Und er ist ja jetzt folglich dann immer eingesetzt für die 12, Dirk Oelrich. Und die 3 Minuten laufen wieder.